Therapie ist eine spezielle Abteilung für ältere Menschen. Wir haben sie 2012 eröffnet. Warum gibt es diese Abteilung für ältere Menschen? Ein älterer Patient kommt ins Krankenhaus, zum Beispiel wegen einer Lungenentzündung oder hat sich einen Knochen gebrochen und muss unfallchirurgisch versorgt werden. Dann droht aufgrund dieser akuten Erkrankung der Verlust der Selbstständigkeit und die Immobilität. Unser Konzept ist eine Aktivierung therapeutische Pflege. In den Einzeltherapien mit den Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Logopädie wird das Erlernte in der Pflege weiter umgesetzt. Unser Ziel ist, wenn möglich, immer eine Entlassung nach Hause. Dafür unterstützt uns der Sozialdienst, um ambulant eine bestmögliche Versorgung zu gewährleisten. Aktuell ist Corona in aller Munde. Ich kann Ihnen nur sagen, wir haben ein sehr gutes Hygienekonzept und ein sehr gut geschultes Personal.